Ja, sei gegrüßt zu einem neuen Video. Wir spielen Terraria und ich habe mich mal erkundigt, wie das halt funktioniert hier mit den ganzen Spawn. Also einfach mal nur reinlegen ist nicht. Es muss ein perfektes Haus sein, welches halt irgendwie vom Spiel anerkannt wird als, ja, als perfektes Haus. Und wenn die Monster hier so um und unten so rüber laufen, dann wird es halt nichts. Ich denke mal, dass wir die Tür trotzdem einbauen müssen. Ich versuche mal... ja, das hier irgendwie eine Wand und Tür und ach, keine Ahnung, vielleicht wird es ja was. Erstmal nehme ich mir das Bett hier erstmal wieder weg. Der kann ein Stück weiter rüber oder der hier kann ein Stück weiter rüber. Und der hier auch erstmal weg. So, gut. Inventar öffnen. Erstmal hätte ich denn gerne den hier so. Ich weiß nicht, ob das als perfektes Haus denn gilt. Wenn ich denn jetzt hier die Tür noch mit reinbaue. Jetzt haben wir hier nämlich noch eine Tür drinne. Eigentlich ein Kasten. Müsste eigentlich gehen, so, ne? Guck mal, hier noch ein Bett hin. Das würde ich dann gerne hier hinten stellen. So, schön an der Wand. Hier vor, denn. Was heißt hier vor? Eigentlich ist das egal, ne? Hier kommt draußen hin. Und hier drinnen noch ein Feuerchen. So, dann müssten wir eigentlich noch Rückwände machen. Geht es? Was ist das hier? Holz. Kann platziert werden. Nein. Ist ja das hier, ne? Rückwand. Da muss ich, glaube ich, hier hin. Da, genau. Holzwand. Das brauchen wir wahrscheinlich auch, damit überhaupt ein Haus wird. Ich weiß es nicht noch, aber ich versuch's mal. 4, 8. Ich weiß gar nicht, wie viel wir brauchen davon. Das werde ich jetzt mal hier... Ah, ist irgendwie blöd, dass ich das jetzt nachts mache, ne? 24 Stück. Na los, wollen wir mal. Ding. Wie viel haben wir noch? Gar keine mehr. Uha. Ging aber schnell. Das waren 24, ne? Oh, nochmal 50. Ausgerüstet sind die. Gut, dann wollen wir weitermachen. Ich weiß gar nicht, wie es aussieht mit Hinterbett. Wird das Hinterbett auch immer? Weil jetzt sind hier irgendwie so eine komischen Lücken. Die muss ich ja irgendwie füllen, ne? Ja, ein paar haben wir ja noch. Oh, wie kommt der denn hier runter? Der Speer kriegt die Tür auf. Der wird auch als seltene Kreatur angezeigt. Der Goblin-Speer. Und wie stört mich das hier gerade? Was ist denn los hier? So, noch ein paar. Ich weiß gar nicht, wie viel. 20 mache ich mal. Hoffentlich reicht das bis... Oh ja, guck mal. Hat ja voll gereicht. Oh, Spawnpunkt gesetzt. Nice, jetzt haben wir hier den Spawn. Alles klar, das hat voll ausgereicht. Es hat ausgereicht. Jetzt können wir hier halt ruhig sterben. Nee, hier drinnen wollte ich... Warum geht das nicht? Leider nicht. Dann leck Arsch. So, gut, alles klar. Das haben wir, das haben wir. Haben hier noch so viel Holz. Das kann ich hier eigentlich dazu packen, ne? Nur den nicht, weil das wieder was anderes. Die hier würde ich hier gerne noch mit einbauen. Warte mal. Damit ich die einfach aus dem Inventar wieder raus habe. So. Aua! Alter, wie kommt der hier runter? Jetzt kommen hier alle. Genau, mach ihn fertig. Stirb. Da. So, da waren 3 Stück, ne? Mehr war das nicht. Gut. Alles klar, hier kommen wir dann halt wieder hoch. Juhu und juhu. Okay, wollen wir jetzt uns Skeletron widmen oder nicht so? Das sind Skelette hier alles, ne? Einfach nur, weil das hier dieser... Wie stark ist der denn, der Pfeil überhaupt? 15 Dings und... Ne, hier. Würde zusammenrechnen, plus 12. Ich habe keine Ahnung. Ich werde es herausfinden. Mir wurde aber Feuerpfeile empfohlen. Oh, ich schieße gerade voll ins Leere. Ich probiere dann auch einfach mal Feuerpfeile. Wir haben 46 davon. Ich glaube, die können wir sogar noch selber craften. Oh, 3 Gold. Scheiße. Die sollten wir nicht dabei haben. Warum haben wir die nicht ausgepackt? Warum haben wir hier Stoff?
Egal. Gut, dann wollen wir mal. Ich hoffe, wir überleben die ganze Sache. Und wenn nicht, dann spawnen wir halt hier wieder. Sehr gut. Alles klar. Hier ist unser alter... Was steht drauf? Zwei Teile. Okay. Oh ja, jetzt gibt's zwei Jutsus. Aber auch nicht so schlimm. Meister, Fluch. So, let's go. Alter, wie schnell wir einfach mal... Elektron ist erwacht. Wie schnell wir einfach mal Leben verlieren, ne? Warte mal, Feuerpfeile wurde gesagt. Dann probier ich das mal. Ja, so schnell geht's, ne? Hä? Nee, doch nicht. Ach so, das ist ein Grabkreuz. Scheiße. Ich dachte, ich bin schon tot. Aber ich bin wirklich tatsächlich gleich tot. Nein, Mann! Komm hier nicht raus. Wegen hier den Buff, weißt du? Wollte ich. Ach so, muss auch angreifen. Sonst krieg ich den ja nie weg. Na, ah, schon bin ich tot. Hm, müssen wir das nochmal machen. Zwei Silber, zwei Gold weg. Scheiße, scheiße. Wurde zerkleinert. Genau, und so wollte ich das. So kann ich dann immer und immer wieder die ganze Sache nochmal machen. Zwar verlieren wir jetzt Gold, aber wir... Ja. Ja. So viel Gold haben wir ja auch nicht bei gehabt. Der Rest ist ja noch zu Hause, sag mal. Na gut. Holzpfeil. Zombiearm. Zombiearm haben wir schon, aber 12 hat der nur. Plus 13 Tempo. Der ist sehr schnell, aber genauso wie der. Na gut. Dann ist er wahrscheinlich besser, wenn wir... Ah, jetzt geht's gar nicht, ne? Ist ja überhaupt gar nicht da. Nee, der Typ ist gar nicht hier. Und wenn wir jetzt hier reingehen würden, dann würde der Schädel, also der Wächter auftauchen, ne? Oh, müssen wir jetzt so lange warten? Keine seltenen Kreaturen. Ah, geil. Gut. Okay. Also mehr als einfach bloß raufkloppen kann ich ja im Prinzip auch nicht, ne? Es regnet wieder. Warum ist ja nicht so schwer? Der bleibt da, wo ich bin. Okay, dann machen wir mal so. Okay, ich werde jetzt ein bisschen cheaten. Naja, was heißt cheaten? Ich denke mal, dass es cheaten ist. Wir wollen das unbedingt hinter uns kriegen. Und vielleicht schaffe ich das ja irgendwann doch nochmal. Ich weiß nicht genau. Zumindest müssen wir die Pfoten irgendwann mal beiseite kriegen. Die kriegen wir immer fast weg, ja. Aber der Kopf, der kommt dann runter und hebt seine Arme hoch und dann... Ja, kommen wir halt da nicht mehr voran, ne? Einstellung, Reise, Reise wartet, ne? Zu Dämmerung. So. Dann dürfte der alte Greis wieder auftauchen, ne? Normalerweise. Dann kommen wir runter. Noch so ein Stock. Jetzt kommen die Zombies hier alle wieder. Ist aber kein Problem, deswegen... Wo ist er denn? Meister, ich will ihn gerne nochmal machen. Ich will da aber auch nicht reingehen, weißt du? Nicht, dass ich dann wieder ein großes Problem bekomme. Wer sitzt denn da oben? Ah, wir haben den Dings, den Helm gar nicht richtig auf. Und wir haben den Hamburger auch ja nie gefressen. Deswegen wahrscheinlich, unter anderem. Also, scheiße. Und nu? Wie können wir den Typen nochmal beschwören? Der ist immer noch nicht da. Den 250. Zombie schon. Der ist doch gleich wieder da. Hoffe ich. Komm schon. Der kann auch nur nachts beschworen werden, ne? Glaube ich. Haben wir ja vorhin auch gemacht. Ja, aber wo ist denn der Typ, der hier eigentlich rumrennen müsste? Anders geht es gar nicht. Hallo, Verfluchter. Wo bist du denn?
Eigentlich wollte ich nicht in Höhlen reingehen, aber okay. Na, gehen wir mal ein paar Schritte rein hier. Ein Seil. Hier kommen wir nicht mehr runter. Da, Fackel. Das sieht aus wie so Höhle mit so einem kleinen Raum da unten, weißt du? Beleuchten, so. Okay, hier geht's nicht weiter. Das ist einfach nur so. Jetzt kommen wir hier gar nicht mehr raus. Oh, shit. So, besser? Ja, na klar. Guck mal, alles ist möglich. Man muss es bloß wollen. So, gucken wir mal, ob der Typ da wieder da ist. Ich hoffe. Und diesmal den Helm wechseln. Den Hamburger fressen. Ich hoffe, dass das viel ausmacht. Hallo. Oh, hoch hier. Dann haben wir zwar kein Licht mehr. Schade, der ist immer noch nicht da. Was haben wir denn jetzt? Ich bin doch gleich wieder tot, oder was? Ist das eine schlechte Idee gewesen, direkt vom Tempel? Ich weiß es nicht, ich meine, ich will hier aber auch nicht die Zeit vergeuden jetzt, was ich aber gerade mache. Komm, wissen wir was? Komm, wir gehen in den Tempel rein. Einfach so auf gut Glück. Wird zwar eh nichts, aber was soll's. Komm, schnell, bevor der nämlich kommt. Mal gucken, wie weit wir kommen. So, so, so. Ja, hier ist er da. Hier dieser komische Skelettkopf, der uns den gleich mit einem Schlag killt. Oh, da sind wir schon mal gestorben. Okay. Ja, jetzt kommt er, da kommt er. Ha. Oh Mann. Ließ sich den Kopf wegreißen von Verlieswächter. Ja, aber mich interessiert doch der Verlieswächter nicht, Mann. Der komische Typ, der hier oben ist. Der sich, der verflucht ist, weißt du? Der muss doch hier irgendwo sein, oder nicht? Oder ist er tatsächlich nur am Tage? Das ist ein normaler Dingschen. Wie machen wir das jetzt? Jetzt scheiße, Mann. Dass er nicht mehr da ist, finde ich doof. Ich gehe mal außerhalb der Reichweite. So. Und komme dann einfach wieder. Vielleicht ist er dann wieder da. Ich weiß nicht genau. Vielleicht war das das Problem. Dass er nicht spawnen konnte, weil ich halt in der Nähe bin. Nee, ist auch nicht. Oh, Auge. Boing, Auge. Nicht weg, nicht weg. Danke. Silber und Kupfer. Ah, na toll. Alter, wie viele Sterne einfach. Gibt es hier einen Trick oder so dabei? Ich weiß es nicht. Vielleicht kommt er nur am Tage wieder oder so. Dann werde ich mal nochmal cheaten hier bei Reise. Ich habe ja hier Ende der Zeit zum Morgengrauen oder zum Mittag. Immer noch nie da. Hm, ja und nu? Ich wollte den unbedingt nochmal killen, Mensch. Und diesmal besser vorbereiten.
Erinnert mich mal dran. Na gut, dann werde ich mal nach links und mal gucken, wie weit wir da kommen. Fliegende Fische. Warum ist die überhaupt ein Dreck? Habe ich den da mal hingebaut, aus Versehen? Wüste. Wasserblatt. Okay. So, wie weit werden wir kommen? Hier ist Wasser, aber da kommen wir halt rüber. Hier ist noch so ein, wie heißt der? Ameisenlöwe? Oder wie heißt? Ein hoher Berg ist aber kein Problem für uns. Okay, weiter, weiter, weiter. Hauptsache in der Wüste regnet es auch. Ja, realistisch ist es schon, ne? Aber... na gut. Nimm einfach mal so hin. Regen in der Wüste. Sehr, sehr selten. Also sollte eigentlich selten sein. Irgendwann müsste hier ein Ozean auftauchen, ne? Ist es der hier schon? Ja, sieht so aus, ja. Ich guck mal, wie weit wir kommen. Aber guck mal, wie steil das hier runter geht. Das ist eine Ente. Oder ist das eine Möwe? Warte mal. Und... wie weit kommen wir? Oh nee, das ist gar kein Dings. Gar nicht der Ozean. Muss hier nur wieder rauskommen. Ah, Luft. Endlich Luft. Dann haben wir Muscheln, Seesterne. Sieht aus wie Strand, sieht aus wie eine Insel. Okay, dann haben wir hier aber jetzt Ozean, ne? Irgendwo muss ja die Karte zu Ende sein. Warte mal, ich zoome mal raus. Ja, okay. Also hier haben wir so ein Stück. Wenn wir zur anderen Seite rüber kommen... da sieht es ja genauso aus. Da haben wir ja auch Ozean. Oh, das ist auch so ein Stück. Okay, hier ist also die Welt zu Ende. Halt die Klappe. Was für ein Unhold ich doch bin. Ich töte Möwen einfach so. Na gut, hier kommen wir nicht weit. Aber wir können ja mal versuchen zu angeln. Das haben wir ja noch gar nicht gemacht. Die Folge ist sowieso bald vorbei. Dann rüsten wir uns mal aus mit Angel. Muss ich den Köder da irgendwie noch mit ranbauen oder nicht? Ich weiß nicht. Oh, ist der wunderschön. Haben wir jetzt irgendwas gefangen? Nee, ne? Werden wir sehen, wenn wir irgendwie was im Inventar haben. Ich würde hier reinholen, wenn... wenn es sich halt bewegt, ne? Die Pose muss sich halt bewegen. Ist ja wohl klar. Und da haben wir einen roten Schnapper. War das ein Schnapper? Ja, Material, okay, cool. Können wir die essen? Nutzen? Nee, kann man nicht. Gut. Wenn nicht. Alter, genau. Wenn das so gut ist, dann können wir ja mal versuchen, die Quest von dem Fischer, wie hieß er nochmal? Timmy? Nochmal zu machen, aber diesmal mit einer Angel. Vielleicht kriegen wir denn diese komische Kreatur da raus aus dem Wasser. Weil wir ja selber gar nicht tauchen können. Das ist halt ein Problem, ne? Nutzen, okay. Wird der eigentlich genutzt? Da ist er. Hä? Den habe ich einfach bloß gedroppt. Und jetzt rennt er weg. Ein Bombenfisch. Okay, geil.
Aber wir müssen unbedingt mal eine Angelfolge machen und alles Mögliche rausholen, was da überhaupt rauszuholen ist. 100 Pro gibt es da auch noch jede Menge geilen Stuff zu holen. Einfach nur durch Angeln. Ja, um da rumzustehen. Hä, wo ist der Unterhelm? Einfach nur um da rumzustehen und einen Stock zu halten. Eine Forelle. Warte mal, wird der Dings nicht eigentlich angezeigt hier? Ne, wird er gar nicht. Ich dachte, er wird auch angezeigt, weil es halt ein NPC ist, der hier halt eigentlich mit rumrennen müsste, weißt du? Ein Thunfisch. Geht aber schnell hier mit dem. Oh, ein Krebs. Oh, Zeit ist rum. Nur das ist ein Fisch noch. Seht ihr gar nicht, ne? Alter, wir haben viel zu tun, ey. Ein Schwertfisch. Was kann man denn daraus machen? Wahrscheinlich als Waffe benutzen. Wo ist er denn da? Tatsache. Wirklich, man kann einen Schwertfisch benutzen als Waffe. Einfach nur, weil er Schwertfisch heißt. Und so lange. Hier haben wir Thunfisch, das ist einfach bloß Material. Hier haben wir Forelle, auch nur Material. Hier haben wir verbrauchbar, also auch als Waffe benutzen eigentlich. Wegen der Explosion, hier haben wir auch nur Material, aber den können wir als Waffe benutzen. Okay. Wenn das geht. Naja, ich werde erstmal gucken, ob der noch da ist. Oder wieder da ist. Tatsache, der ist wieder da. Gut, alles klar. In der nächsten Folge machen wir dann den Skelettron nochmal. Und diesmal bereiten wir uns vor mit dem Helm und dem Hamburger und vielleicht noch ein Bier saufen oder drei oder was wir sehen. Keine Ahnung. Irgendwas müssen wir da machen, damit wir das endlich schaffen, weil das muss ja zu schaffen sein. Guck mal, wir haben perfekte Ausrüstung. Wir haben Schwert, Bogen, wir haben alles Mögliche. Selbst eine Angel haben wir. Aber ich glaube, dass ich die meiste alles nur mit dem Schwert erledigen werde, weil der am meisten Nahkampfschaden hat. Glaube ich. Ich muss nur aufpassen wegen meinem Leben. Vielleicht noch ein paar Lagerfeuer verteilen, damit ich halt regeneriere wieder regelmäßig, weil die ergibt uns ja den Buff zur Lebensregeneration. Müssen wir mal schauen, ob wir da irgendwas hinbekommen. So, denn erstmal schönen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Bis dahin, ciao.